Wieso sitzt er da auf der Treppe? Keine Ahnung. Nee, das ist hier der, der mal gegen unseren Koksbaron da boxen wollte. Okay. Fahren in die andere Richtung. Warum wollen wir jetzt eigentlich nochmal einen Knast? Ich hab's schon wieder vergessen. Wegen Altern. Was? Gucken, ob der da sitzt. Ey Junge, was los? Hey, hallo? Hallo. Wie geht's dir? Gut, warum? Ey, du hast da was an der Wange. Ich jetzt? Ja, ja. Wo, da? Nee, da. Autsch, was soll denn das? Du Lutscher. Die Mütze runtergefallen. Aua. Was soll denn das? Warum haust du mich denn? Aua, autsch. Kannst mich ja anzeigen, du Lutscher. Warum hast du denn sowas? Da geh dich doch beschweren. Ich bin doch kein... Nee, ich mach... Du hast mir wehgetan, ich beschwere mich bei dir. Ach Mann, du bist ein Lutscher, du sollst dich beschweren, geh los, geh dich beschweren, sag du hast, ich hab dich gehauen. Los! Na, ich bin doch keine Petze. Ach Jimmy. Mann, ich brauch eine Petze. Hier, kriegst ein paar Dollar. Moment. Hier, kannst dir Bier kaufen oder Schnaps oder so. Nee, ich trinke keinen Alkohol. Echt? Ich dachte, echte Seemänner saufen nur. Ich bin kein Seemann. Du hast doch schon den Kapitänshut auf. Nee, ist kein Kapitän, ist Polizeimütze. Ach, Polizeimütze. Ja, ist Polizeimütze. Ja, dann sag mal deinen Sheriffs Bescheid, dass ich dich gehauen hab. Nee, ich bin doch kein Petzer, hab ich doch schon mal gesagt. Hm. Was macht man nicht, jemanden verpetzen? Oder hast du schon mal jemanden verpetzt? Nee, warte mal. Nicht sein, ja. Der Idiot will mich nicht anzeigen. Ich hab jetzt auf Krampf in den Knast, oder was? Ich hab noch eine andere Idee. Ja, steig ein. Ich weiß, wie ich da reinkomme. Wie? Wäre aber dumm. Heide, hast du noch eine Karte? Wie? Ich gehe da ganz kurz mal auf Sneaky rein und verpiss mich wieder. Oh, das ich habe noch eine einfachere Methode. Das auf Map. Nee, ich gehe einfach auf ich schleiche mich kurz rein und verpiss mich. Guck kurz, ist der da drinne oder nicht? Und dann verpisse ich mich wieder. Ja, kommst du dann nicht wieder raus, oder? Ja, mach ruhig. Aber dann müssen wir irgendwie hinten warten, ne? Dass du wieder einsteigen kannst. Ja. Hoffentlich laufen die mir nicht hinterher, Digga, sonst habe ich eine Arschkarte. Ja, lass kurz Meeting Point. Wenn die mir hinterherlaufen, bin ich gefickt. Eine Waffe dabei? Nee. Ja. Hätte ich nur die Karte dabei. Und dann fragen die mich, hey, wo hast du die Karte her? Wo habe ich die her? Alter, wo habe ich die her? Von Altern. Jetzt glauben die mir nicht, Digga. Nee, nee. Das wird so schief gehen, Digga. Das wird safe schief gehen, ja. Das wird sowas von schief gehen. Wenn ich halt instant tasern, ne? Ja. Also, geht man denn von hinten rein? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Okay. Hinten und dann runter und dann gleich rechts. Da steht auf jeden Fall ein Kopf drinne. An den Zellen. Okay. Da steht ein Kopf drin an den Zellen. Da konntest du nicht weiter rein? Nein, wenn ich reingegangen wäre, hätte er mich auf Türm gehabt. Ja, ja, okay, okay. Aber da ist einer in Zelle 3 auf jeden Fall. Und da steht ein Kopf. Okay, okay. Also wissen, es ist jemand drinne. Ja, warte mal kurz. Da ist doch irgendeiner vom PD, so ein Alki, oder nicht? Ja. Die Türen sind noch auf, der kann da reinrennen. Lass ihm Geld geben, dass er reinrennt. Auch die Tür vom Kopf ist auf? Ja. Ist klar bei dir? Wie sieht denn das so aus bei dir finanziell? Wie meinst du das? Ja, hast du Bock auf ein bisschen Taschengeld? Wie meinst du das? Ja, du würdest Geld von uns bekommen, wenn du was machst. Was soll ich denn machen? Bisschen Para und so. Hinten ins PD reinlaufen, runter zu den Zellen und gucken, wer da drin ist. Wie mache ich denn das? Ja, du gehst einfach hinten rein. Ja. Aber es ist zugeschlossen. Ne, ist offen, glaube ich, ja. Ja, die Cops haben offen gelassen. Was verdient nicht dabei? Ja, was willst du dafür haben? Ja, keine Ahnung, was sowas wert ist, wenn man da reinlaufen tut. Also, ich weiß ja nicht, was sowas wert ist, wenn man da reinlaufen tut. Ich hab nicht viel Geld, weißt? Ja, du bekommst ja Geld von uns. Ja, aber was ist euch denn wert, wenn ich da reinlaufen tue? Ja, ich gebe dir 3.000 Dollar. 3.000 Dollar? Mhm. Was hat das für Konsequenz, wenn ich da reinlaufen tue? Ja, du sagst einfach, du hast dich in der Tür geirrt. War ja alles offen, also die können dich ja für nichts verhaften, weißt du? Ach so, stimmt, ja. Hast du eigentlich also wer recht, offen ja. ist, so, ja. Ne? Sagst einfach, also entschuldigen Sie bitte, es war, also ich hab mich verlaufen oder so. Überleg dir was. Ich du hast ja schon Ähnlichkeiten, ja, mit denen, so. Genau, ja, du sagst einfach hier, Toilette, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sitze eh schon die ganze Zeit hier rum und wollte mal schnell Toilette suchen. Easy. Genau. Komm, hast du so eine Karte oder so? Richtig. Was? Nee, ich hab keine... Achso, Karte kann ich dir geben, ja. Hey, gib mal her. Warte mal.
gebe ich dir. Dann ruft euch dann auch gegenseitig an am besten. Ronny, Alter. Ja, Ronny Rüchel. Warte, ich ruf dich mal an. Ja. Hallo? So, komm mit Ronny. Ja, nö. Ja. Und was soll ich denn nochmal genau machen dann? Ja, du rennst da runter zu den Zellen. Ja. Also du rennst gleich in die Tür rein, ne? Dann, ja. Dann die erste rechts, hinter diesen einen komischen Typen. Ja. Und dann rennst du da durch und guckst, wer da in der Zelle ist. Okay. Und du sagst mir Bescheid. Also okay. Da die Tür rein und dann die nächste rechts, die gleich kommt. Wie geht's denn hier auf? Ja, dann geh andersrum. Siehst okay. Du die Tür da unten? Da geht die Treppe runter. Ja, ich gehe von einer anderen Seite, ne? Ist der blöd? Ja, die geht nicht auf. Okay. Warte mal, hier kommt man aber auch rein, oder? Das ist schon sehr auffällig, was wir hier machen. Nee, hier geht's nicht. Der Typ ist auch zu geil. Warte mal, schnell. Ich bin schon am Flitzen. So. Moment. Weißt du, wie blöd die Cops gucken, wenn der da reinläuft und der hat keine Karte? Geht der jetzt von oben? Was macht der? Ich hopp da auch noch drüber. Da kommt er doch. Genau. Genau, und jetzt da unten rein. Die rechte Tür, glaube ich. Alter, ich muss mich verstecken. Warum? Ich muss mich verstecken. Ja, da ist einer, der läuft hier drin rum. Ich habe mich versteckt in der Schreibtisch. Guck mal, wer da an der Zelle drin sitzt. Oh, doch. Oder sitzen da überhaupt welche? Nee, da ist gar niemand drin. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin, ne? Nein, ist gar niemand drin. In Zelle sehe ich nirgendwo jemand. Alles leer. Alles leer, warte, ich guck nochmal. Doch, da ist einer. Einer ist da drin. Ein Polizist? Ne, der hat schwarze Hose mit weißen Streifen. Schwarze Hose mit weißen Streifen. Sitzt in der Zelle drin und hat Glatz, hat so Irokesenglatzen-Dingsbums an. Irokesenglatzen-Dingsbums an. Ja, aber durch den Gitterstäbe komme ich nicht durch. Frag dir mal, wie der heißt. Aber da draußen steht ein Polizist. Wenn ich jetzt laut rede, dann hört er mich. Ja, dann flüster. Hallo, du. Wie heißt du? Hallo. Hallo, wie heißt du denn? Du musst lauter mit mir sprechen. Hallo. Hallo, wie heißt du denn, Mensch? Du Doofkopf. Hallo. Ja. Ja, sag mal, wie heißt denn du? Ne, kann ich nicht. Ich bin in Auftrag hier. Sag schnell. Ich bin in Auftrag da. Ich soll mal fragen, wie du heißen tust. Erzähl mir doch kein Zeiss. Du heißt doch nicht Alter. Ja, ja. Altan. Altan heißt du. Okay, Altan heißt der? Ja, mit Nachnamen. Was? Ey, Ronny. Sag dir mal. Und? Snitzisch, get stitzisch. Halt dein Maul und dann gehen wir raus. Ja. Schnitzel, Sitze. Und hat Ronny rausgeschafft? Ja. Macht er gerade. Und jetzt kannst du wieder raus. Renn wieder raus. Also wir brauchen den nicht abholen, ne? Ich brauche nur Geld abheben. Ja, ich renn jetzt wieder raus. Ja, gut. Wart wieder vorne bei der Treppe. Alles klar. Wir kommen gleich. Jo. Ist der bei der Brücke? Nee, bei der Treppe wartet er. Er soll da weg. Also wenn die Tür bei ihm, ne? Der hätte ihn fragen sollen, wie lange der noch sitzt. Das war dumm. Sag der soll noch mal rein. Ronny, renn noch mal rein. Noch mal reinrennen? Ja, frag den mal, wie lange der noch sitzt. Ja, warte mal schnell. Wie lange der noch sitzt? Ja, ich weiß wo, Und warum? Sitzen oder schwitzen? Sitzen. Ach so. Scheiße. Gut, schnell weg. Ja, könnten die rausholen, aber... Oh, scheiße, ja, lauf, Ronny, lauf, du hast mich nie gesehen, falls dich einer fragt. Keine Ahnung. Nee, hab ich nicht. Oh, scheiße, jetzt gibt's Ärger. Uiuiui. Ich will schnell stehen bleiben, sagt er. Lauf, Ronny. Ich lauf doch. Die Pulse an Ronnys Arsch. Wo ist der denn? Scheiße. Ronny, wo bist du? Ich bin in Seitengasse reingelaufen. Seitengasse bist du reingelaufen? Ja. Ja, Richtung Norden oder Süden? Eine Brücke durch so ein Pennerdorf durch. Durch so ein Pennerdorf bist du durch? Ja, jetzt laufe ich ins chinesische Dingsviertel. Ah, okay, ich weiß schon. Ich muss auflegen. Ah, wird getasert, schade. Ja, hier ist er, ja. Egal, kriegt er nachher Obolus. Kack, der rennt mit der Pump rum, oder ist das ein MP? Scheiße. Hätte ich ihn mal nicht nochmal reingeschickt. Hat er gefragt, wie lange? Nein, er wollte ihn gerade fragen und da kam Cops. Und er so, oh scheiße, ich muss wegrennen, ich muss wegrennen. Unsere Leute werden auch gerade festgenommen. Hallo. Jimmy? Ja?
Der Rüschel, der ist wirklich eine einfache Persönlichkeit, ne? Und die so zu verarschen, ist wirklich, wirklich gemeint von dir. Hä? Was habe ich gemacht? Ja, den hier einfach reinzuschicken. Der arme Junge hat sich hier 23 Mal im PD verlaufen und hat jetzt Anschluss seines Lebens gekriegt, weil er hier rumgelaufen ist. Und du hast ihm gesagt, dass er soll hier durch die Hintertür rein. Ich hab denen gesagt, er soll da durchlaufen? Ja. Nö. Ja, okay, gut, hast bestanden. Danke. Hä? Er hat gesagt, jemand, der bunt angezogen war, und ich wollte überprüfen, ob du es warst. Aber obvious warst du es nicht. Ja. Waren anscheinend die anderen Dinge. Gut, ich danke dir. Jo, alles klar. Tschö. Die beiden SMS-Laser. Warum zur Hölle kannst du so gut lügen? Ich weiß gar nicht, was meinst du denn jetzt schon wieder? Du willst mich verarschen. Ist das jetzt wieder so ein 100% IQ-Mo von euch? Nee, aber du tust mich verarschen hier. Wie ich tue euch verarschen? Ja, weil du den hier reingeschickt hast. Hä, ich hab den doch gar nicht reingeschickt. Du hast ihm gesagt, er soll durch die Hintertür, das offen. Hä, nein! Doch! Nein! Doch! Wie? Hä? Er hat dich genau beschrieben. Ja, wie hat mich genau beschrieben? Was hab ich denn gerade an? Du aussiehst, wie du redest, wie wir die anderen auch geredet haben. Der Arme, ich hab den ja ein bisschen lieb, ne? Aber der ist halt wirklich auf den Kopf gefallen. Du machst so eine Kacke mit dem. Ich hab doch gar nichts gemacht. Einschicken. Jimmy, bitte. Hör auf, mich zu verarschen. Hinten ist frei. Ich bin hinten rechts, ich bin hinten rechts. Ich kann dein Lachen sehen. Ich lach nicht. Vor meinem inneren Auge. Ich lach doch gar nicht. Das ist wirklich, das ist wie das Kind, was im Rollstuhl sitzt, zu sagen, komm, wir gehen eine Runde rennen. Ja gut. Kannst du doch mit dem nicht machen. Was zur Hölle wolltet ihr überhaupt hier drin? Also, wir wollten gar nichts da drin. Der Ronny wollte was. Der wollte... Was wollt ihr hier drin? Pass auf, ich sag dir das. Boah, du kannst aber auch böse lügen, wirklich. Also, ich hab's dir beim ersten Mal fast abgekauft, aber dann hat er mir ein weites Detail gesagt, dann war mir klar, dass du es warst. Ja. Also, der Ronny, der wollte eine Toilette. Nein, Spaß. Nee, wir haben einfach zum Ronny gesagt, geh mal gucken, ob da hinten offen ist und guck mal, ob da einer in den Zellen ist. Und dann war zufällig offen, oder was? Willst du mich verarschen? Ihr habt ihn doch aufgemacht. Nö. Frag ihn noch. Ich bin nicht mal mit hingegangen. Ist hier durchs Bindi gerannt. Ja, frag ihn doch, ob ich aufgemacht hab. Ja, aber warum war denn zum Schluss zu? Ja, weiß ich nicht. Ich hab die Kacke auf jeden Fall nicht aufgemacht. Nee, der arme Junge. Der war ganz verwirrt, als man ihn aufgetroffen hat. Er ist nämlich einfach in die Zellen gelaufen. Dann hat einfach der Kollege hat einfach die Tür zugemacht hinter ihm. Jetzt sitzt er in den Zellen. Oh. Aber wenigstens hat er jetzt eine Toilette. Ja. Du kannst ihm jetzt schön, du kommst jetzt schön vor Speedy und holst ihn ab. Oh, ich bin gerade auf dem Weg nach Palito. Das ist mir scheißegal. Du hast dem armen Jungen richtig Angst eingejagt. Der tut schon wieder, der sagt schon wieder, er tut Sachen tun. Machen Sachen tun. Komm den jetzt abholen. Ach, Mann. Ja, gleich. Ich komm gleich, ja. Ja. Kannst du ihm auch 3000... Wow, warte kurz. Warum hat der 3000 Dollar bezahlt? Damit er da reingeht. Heberle, warum hat der 3000 bezahlt? Für was? Der hat nicht 3000 bezahlt, der kriegt 3000. Achso. Mit wenn er geschnappt wird, kriegt er sogar 6. Hab ich mir so gedacht. Dann bring ihm jetzt 6 mit. Ja, bring ich mit. Wir warten auf dich. Warum vergesst ihr das Ding zuzuschließen? Das klär ich noch. Das klär ich noch, Jimmy. Das klär ich noch. Okay. Ich bin gleich da. Ronny. Mit welchem Auto? Mit dem da? Ja, natürlich. Oh, das ist aber arg schnell, sieht es aus. Ja, das ist auch schnell. Oh je, da wird man bestimmt aber nicht so viel schnell in den Kurven, da wird man schlecht. Ach, du liebes bisschen, Uiuiuiuiui. Ich hab dich nicht geschnitzt. Doch, du hast mich verraten. Nein, ich hab dich nicht verraten, das stimmt überhaupt nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, ich hab dich wirklich nicht verraten. Okay. Also ohne Scheiß, ich lüge nicht, wirklich nicht. Die haben mich gefragt, ich habe denen alles erzählt, aber ich habe nie irgendwer gesagt, wer das war. Hm. Woher haben die das denn? Haben sie nicht von mir, ich würde das. Okay. Vielleicht haben die eins und eins zusammengezählt, aber ich sag dir, ohne Scheiß, ich kenne doch nicht mal deinen Namen nicht. Wie heiße ich denn? Du heißt,
Du hast mich mit unbekannt, hast du mich angerufen. Jetzt habe ich jetzt gerade gehört, wo wir draußen gestanden haben. Aber vorher habe ich doch gar nicht gewusst. Du hast mir doch deinen Namen gar nicht gesagt. Stimmt. Ich schwöre dir, ich habe nichts gesnitzt. Okay. Deswegen will ich dir auch 3000 wieder zurückgeben. Alles ist doch gut gelaufen. Nee, behalt die, Mann. Teil die ein da jetzt. Okay. Ich habe denen jetzt mal gesagt, das mit den 3000 Dollar. Und dann hat er mich gefragt, wer das war. Dann habe ich gesagt, das war irgendeiner mit einer ganz dunklen Stimme. Und dann hat er mich gefragt, hat er schnell gesprochen? Da sage ich, nee, so wie ich ungefähr. Aber ich habe nie gesagt, wer das ist, weil, wie gesagt, ich habe ja deinen Namen gar nicht gewusst. Okay. Dann glaube ich dir das mal, ne? Also nochmal, nicht, dass du irgendwas Falsches von mir denkst, ne? Mit nee, Schnitzen nee. Mach ich nicht. Nee, ich glaub dir das schon. Okay. Hab ich bei Herrn Wasserhahn gelernt, Schnitzen darf man nicht machen. Ja, ich ruf dich demnächst mal wieder an. Ruf mich an. Alles klar, bis denn. Okay. Ja, tschüss. Halt die Ohren steif. Mach ich. Und weniger snitchen. Das gibt's nicht. Ja, ja. Ich steig in mein Superfest. 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 Die ist heute noch vor allem weg. Klick, 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 bang. Bing, 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 bing. Knall der Lombre einfach weg. Einfach weg, einfach weg. Ist für mich doch gar kein Ding. Gar kein Ding, gar kein Ding. Ihr fahrt alle Kuschelkuss. Kuschelkuss, Kuschelkuss. Autos, Fotos, alles dope.